Heute habe ich den G500 von Trexxas für euch. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matzes Modellshop aktuell. Hier habe ich einen der letzten G500 in Blau von Trexxas für euch. Zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, wird der schon nicht mehr produziert. Es gab noch eine letzte große Lieferung für Europa und alles, was jetzt noch da ist, gibt es noch, aber es werden keine mehr nachkommen. Wer also gern so ein G500 hätte von Trexxas, vor allem in Blau, sollte sich beeilen. So, dann kommen wir mal zum Modell. Länge hat das Ding 51 cm circa. Höhe sind wir so bei 28. Und Breite bei so 24,5. Das ist jetzt die Version ohne Beleuchtungssatz. Sie ist aber vorbereitet für Beleuchtungssatz. Also die ganzen Lampen, was man hier so hat, kann man alle nachträglich noch mit Beleuchtung versehen. Da gibt es einen vorgefertigten Satz von Trexxas. Wer den also beleuchten möchte, ist kein Problem. Er hat hier noch die normale Splinthalterung. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie da nicht auch irgendein Verriegelungssystem haben. Aber, naja, so ist es. Die Karosserie ist sehr schön gemacht, also hier diese ganzen Zierelemente, wie die Achin Echzen, das ist also Gummi, Rammleisten, was da drin hat, das ist hier alles aus Kunststoff draufgesetzt. Auch hier Spiegel und hier oben dieser Dachspoiler, das ist alles, sind alles Kunststoffteile, man sieht es hier innen drin, die sind alle drin gesetzt. Also das ist nicht nur Lexan. Auch wie ich gesagt habe, die ganzen Lampen, die sind alle vorbereitet, da kann man überall LEDs reinmachen. Und in Blau finde ich, fetzt das Modell echt. Dann habe ich hier diesen normalen TRX4 Unterbau. Natürlich mit den Karosseriehaltern, speziell für das G-Modell. Auch hier hat man sehr schöne Trittbretter drin. Und natürlich die Sidepipes vom G500. Die Felgen sind auch speziell. Das sind wirklich extra für den Mercedes G500 gemachte Felgen mit Mercedes-Stern drin. Gibt es so nur in diesem Modell. Standardmäßig hat er natürlich die Portalachsen, wie das echte Modell auch. Aber das ist ja beim TRX4 Standard. Er hat hier den Titan 550 Brushed-Motor drin. Was auch eine gute Wahl ist für einen Crawler, den soll man ja feinfühlig vor allem fahren können und der ist ja nicht ganz so auf Geschwindigkeit ausgelegt. Der Rahmen ist übrigens, also hier der Leiterrahmen, was er hat, der ist aus Metall. Das ist nicht reines Kunststoff, wie bei Trexxas üblich, sondern er hat hier wirklich einen Metallrahmen. Und ihr seht auch, die Auspuffanlage geht auch hier unten weiter, was ich wirklich sehr toll finde. Also optisch passt das Modell. Auch hier vorne. Dieser Unterfahrschutz ist wirklich ein tolles Teil. Er hat natürlich die Trexxas übliche Fernbedienung dabei, wo ich hier umschalten kann zwischen erster und zweiter Gang. Und hier oben kann ich dann die Differentiale sperren, also entweder nur hinten oder komplett sperren. Dafür sind hier die beiden Rudermaschinen vorgesehen mit dem Bautenzug nach vorne oder nach hinten zu der Achse. Hier die dritte Rudermaschine, die ist dann für der erste und für der zweite Gang. Ich kann hier einfach das nach oben klappen, Akku reinlegen und wieder zumachen. Also auch das wirklich kann jeder handhaben. Was ich euch wie immer noch empfehlen kann, ist bei Trexxas rüstet das Bluetooth-Modul nach. Das bringt wirklich nochmals deutlich mehr. Das seht ihr dann, soweit ich weiß, sogar die Neigung, die Gradzahl, wie schräger jetzt steht im Gelände, was schon sehr interessant ist, vor allem bei einem Crawler.
Alles ist natürlich wieder spritzwasserdicht verbaut, also hier der Empfänger, alles schön gekapselt. Auch hier innen die Innenkotflügel, dass nicht alles innen drin so zugesaugt wird. Kenne ich so auch bei keinem anderen Modell eigentlich, dass das komplett von vorne bis hinten mit Innenkotflügeln versehen ist. Und ich finde also, da ist Traxxas echt ein schönes Modell gelungen, sieht realistisch aus, lässt sich super fahren, macht also echt viel Freude. Und deswegen, solltet ihr jetzt Bock haben auf so ein G500, wartet nicht zu lange. Es gab, ich glaube für ganz Europa noch 500 Stück, die waren innerhalb von 2 Tagen weg. Und ja, jetzt ist nur noch das, was die Händler da haben, nachbestellen können wir nicht mehr. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß heute. Vergesst es abonnieren nicht und bis bald, euer Matze. Mm-hmm.